Ja, das ist dieses Bauernhaus. Das schaut so ordentlich aus. Bist du deppert? Das schaut so ordentlich aus, die Katze. Ich gebe 7 Katzen, die Frau. Bist du deppert? Oh, die ist aber ordentlich kurz. Bist du armes Katze? Ja, das ist enorm. Viele kranke Tiere sind auch da. Oder die Frau der Herz für Tiere. Die arme Hase ist nicht. Hasen hat es auch. Bist du deppert? Ja, das kannst du alles hier richten. Bist du deppert? Dann musst du so viel einstecken, dass das, was ist, was dir gefällt. Ja, du bist warm. Kann ich nicht angreifen. Vielleicht hast du eine Infektion. Katze, gell? Hm. Bis du das einmal rauskriegst. Der Geruch ist ja Wahnsinn. Das ist der Morley. Morley. Das ist der Morley. Schwarze Karte Morley. Pendeln hat es auch. Wahnsinn. Das ist eine richtige Tierpension. Also, wenn du dir das kaufst, boah, fällt es wunderlich, bist du da. Aber die Schweinl, na? Gib dir jetzt Schweinl nach, Alter. Geh mal nicht hoch, da sind da keine Schweinl drin. Bist du deppert, da schaut aus. Bist du deppert. Ja, so ein richtiges Bauernheidel. Schwierig, ganz schwierig. Also das zum Kaufen, da musst du wirklich musst deine Landwirtschaft anstreben, aber das war so extrem, will ich es auch nicht treiben. Was ist da los? Bist du deppert? Bist du deppert? Das ist ein Wahnsinn. Bist du deppert? Aber das ist ja eh alles schön da, ja? Das ist ja eh alles super. Und alle, ja. Aber 199.000. Das sind 100.000 Euro zu viel für das Ganze. Das sind 100.000 Euro zu viel. Das kriegt ihr nie im Leben. 199.000 Euro, aber für was? Für was ist das? Für was? Hey! Na komm her da! Das ist ein extra Schreck. Etwas Schreck erschreckend, die Kassen. Katze. Also, alles wunderschön, der Garten ist wunderschön, du hast halt heilige Ruhe. Also, dass halt da die Hund teilweise hingeschissen haben im Garten. Da geht's noch weiter, bist du deppert. Das ist der klassische Burgenland-Streckhof. Unglaublich. Zwetschgenbäume. Da fühlst du wirklich, das ist die Nachbarin. Grüß Gott. Die hört nichts mehr. Das ist der Burgenland. Das ist die burgenländische Tante ist das. Die Burgenland-Tante, die hat jetzt kurz Gott gesagt, die hört nichts mehr. Die hört nichts mehr. Und da hört es dann auf. Was willst du alles machen? Das ist ja, kannst du machen ein Biotop, kannst du machen ein Schwimmteich, was Swimmingpool ausheben. Alles möglich. Die hört nichts mehr, die schaut mir nicht einmal an, die Frau. War 199.000. Nein. 199.000, nein. Das ist zu viel, das ist definitiv zu viel. Es gibt einen Apfelbaum, gibt es auch. Das kannst du alleinig gar nicht daheben. Wie der Wechsel sagen das. Das kannst du alleinig gar nicht daheben. Da wieder alles in Stand zu setzen, da brauchst du zwar Leute, aber da muss ich ein Jahr in Karenz gehen, dass ich das wieder sowas in Szene setze, das Ganze. Was ist das da? Ein Schupfen? Gemeine? Ach, Gescheiße. Was ist da los? Was ist das da für Scheiß?
Geschissen. Scheiße, was ist denn los? Okay. Na gut, okay, da hat's. Das schaut ja noch halbwegs gescheit aus. Ein Schub mit raus machen, naja, na, noch nicht. Brauchst sicher, ne? Wozu wieder? Zimmer zeige ich auch noch. Aber sonst ist das Ganze extrem. Ich meine, da ist eine andere Interessentin auch noch da, nämlich. Aber ich glaube, dass die auch sehr abgeschreckt ist. Das Ganze ist ungepflegt. Aber Viecher machen Mist, Viecher kacken überall hin, Viecher markieren. Und da ist Katzi. Hallo. Komm her da. Mutz. Mutzi. Komm her da. Will nicht. Das sind die Händeln. Roman schaut da was an. Das ist Hühnerhaltung. Und die hat, glaube ich, nur knappe 10 bis 15 Händeln. Snapshots mache ich gerade. Ich mache nur Snapshots. Ich tue nicht mehr fotografieren, ich tue nur mehr. Waren Sie da schon drinnen? Ja, da war ich schon drin. Ist da, sagen wir mal, die eine Katze, die schaut mir nicht mehr gesund aus. Die ist schon vom. Die eine, was so rotzt. Also meine Mutter hat einmal so eine gehabt, die hat seinen Eisch, die hat seinen Eisch liefern müssen. Ja, aber die hat schon so Probleme mit Atmen. Die sitzt da, die hat mir richtig laut, die habe ich gar nicht streicheln wollen, weil die ist. Nein, die da vorne ist drinnen. Die ist arm. Ja. Die ist schon da drin, sitzt da offen. Glückskatze da. Und die tut mir da. Ja, sie hat da irgendwas mit Haxen, aber das hat auch schon ewig lang. Klar, dann sind die Katzen hin und wieder so, sag ich mal, ein bisschen aufpäppeln mit so Vitaminen oder Medikamente oder sowas. Sie haben alle ein Klammittel oben und. Ja. Das ist halt das Problem bei den freilaufenden Katzen, die können sich so leicht irgendwas einfangen von anderen Viechern. Das ist es. Da habe ich halt auch Angst bei meinen, weil meine haben noch nie irgendwas gehabt. Die sind jetzt 10 Jahre alt, die große ist 10, der Klaus ist 8. Die haben noch nie irgendetwas gehabt, was nur in der Wohnung waren. Das ist. Schauen wir nochmal die Räumlichkeiten an. Der Kater mit dem Orli. Mit dem Orli. Ja, du bist brav. Das ist ein Ohr. Mit dem Ohrli. Hat ein Faltohr. Oh, bist arm. Armes Falt. Du armes Falt, über. Bist zu brav. Das ist eine Art Wintergarten. Ich meine, ja, das ist okay. Das ist eine okay Lösung. Kann man sagen. Da fährt es noch. Bist der bei der Fahrt. Kühlschrank hat einen schönen. Ich meine, da muss man sagen, okay. Der Kühlschrank hat. Hoffentlich lasst es ihn drinnen, weil ich brauche einen Kühlschrank. So, Bierchen. Da geht's wohin? Noch einmal weiter. Also das sind die Hunde. Jetzt habe ich die Hunde gehört. Ich glaube, da oben ist irgendwas. Das ist ein Ding, nach einer Kammer. Das holt. Auf Wiedersehen. Für Sie kommt es nicht in Frage? Nein, das ist nur zu viel Arbeit. Das habe ich schon registriert. Ich habe jetzt gerade mal gedacht, dann müsste ich mir fast schon in Karenz gehen, eine Zeit lang, dass ich das herrichte. Ich bin auch Vollzeitberufstätig. Da muss man wirklich lang, das dauert lang. Das dauert lang. Ich habe 3 Monate gebraucht für eine Wohnung. Aber das ist nicht zu vergleichen mit einer Wohnung. Du brauchst es dreifach, dreimal so lang. Na gut, wie auch immer. Danke vielmals. Schau mal noch da rein. Mir ist das alles eine Herausforderung. Die eine Frau hat auch gesagt, die hat gesagt, nein, das tut sie sich nicht da. Glaube ich ihr. Das ist ja zu viel Arbeit. Für mich ist es auch viel Arbeit. Aber nur, wenn ich eben, wenn wir mit Preis was machen können. Das muss eine Okkasion sein, das Ganze. Schauen wir nochmal da rein.
Das ist das Schlafzimmer von der Dame. Ich meine, das gefällt mir schon, das ist schon leibend gemacht, weißt du? Das gefällt mir schon. Aber Fernseher? Das ist ein Rückstrahler, ein klassischer Rückstrahlprojektor. Hey! Jetzt habe ich dich reinlassen, Katze. Katze, jetzt will ich dich reinlassen. Jetzt will ich nochmal rein. Katze. Das ist jetzt nochmal. Da ist ein Abstellkammerl drinnen. So, jetzt wurde das Licht auf. Das ist alles vergrindig da. Die Fenster sind neu, oder? Die schauen wir relativ. Die sind, glaube ich, damals mit dem Dach gemacht worden, ja. Das, also das Dach ist auch gemacht worden, okay. Also das war so, wie ich es gekauft habe. Da ist das Dach neu. Sie haben selber, haben Sie nichts gemacht, selber. Oh ja, ich habe es komplett durchschneiden lassen. Durch was? Durchschneiden. Das Dach. Nein, die Wände. Die Mauern. Die waren zu. Achso, das heißt, das war ein bisschen. Sie wollten sicher gehen, dass nicht irgendwie was verschimmelt oder verfeichtelt. Mhm. Und eben, wie gesagt, die ganzen Böden habe ich ausreißen lassen und dann normal mit Rollierung, Estrich. Mhm. Aber was machen Sie jetzt? Was machen Sie dann mit den ganzen Tieren? Ja, soweit wie möglich schauen wir die auch zurück. Ja, weil man, wie gesagt, mir tun die Tiere leid, aber das wäre jetzt nicht mein Ziel gewesen, dass ich jetzt die Tiere übernehme. Also das schaffe ich nicht. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das Einzige ist, es sind manche Katzen dabei, die kommen, weiß ich nicht, alle. Nein, so streuner Katzen sind. Das macht noch nichts, aber dass ich mich jetzt um irgendwelche Tiere kümmere, die womöglich dann irgendwie was haben, das kann ich nicht. Nein, weil meine Katzen, denen würde ich einmal, sag einmal, einen Garten zum Gewöhnen geben, aber wenn die jetzt Viecher sind, glaube ich, dann sind sie komplett. Mhm. Die müssen sich einmal langsam an überhaupt einen Garten gewöhnen. Sie haben auch fast keinen Kontakt gehabt bis jetzt mit anderen Katzen. Also der Kater hat auch einen Kater, den habe ich zur Mama genommen und der hat einmal einen anderen Kater gesehen und da hat er sich kleine Hosen gemacht. Weil die sind alle, das ist ein Katz, die da herumrennt in einem Garten, in einer Wirtschaft, ist eine andere Katze, die ihr Leben lang in einer Wohnung, ist eh eine Quälerei. Aber, ja. Ja, aber ich glaube, wenn das nicht anders gewesen sind. Sie sind eh, ich meine, ich habe mir ja zweite gleich genommen. Das war im Frühjahr auch alles offen. Dachboden. Da links kommt dann Spinnweben. Lichtschalter. Ich liebe Spinnweben. Oje, boah, da stinkt's. Bist du deppert. Boah, da ist die Hit. Katzis sind auch oben. Aber wieso, ich halte die Katz da oben aus bei der Hitze. Boah. Puh. Na servus. Puiuiui. Und das geht da hinten noch weg. Aber da muss man es doch strecken, oder? Oder irgendwie. Wenn man den Dachboden begehbar machen möchte, bewohnbar, muss man glaube ich das Dach heben, oder? Ich glaube hinten ist er höher. Das ist ja nur das alte Dach. Oder das ist das alte Dach. Wo ist er, höher? Ja, das ist. Ah, da ist er, da drin geht's weiter. Ja. Gut, da halten sie sich nicht so oft auf, nehme ich an. Puh. Ja. Ja, aber das ist ein Wahnsinn. Puh. Bis dahin habe ich eh noch nichts tun. Da wäre es natürlich schon. Aber. Ein Dachboden ausbauen kostet gleich das nächste. Bis gleich bei der nächsten 40.000, 50.000. Wahnsinn. Bis der was mag, das ist ein Wahnsinn. Das ist
ist extremst. Die müssen sein, ne? Nehme ich mal an. Ich bin auf jeden Fall zu groß. Wie viele Leute waren nicht schon anschauen bei ihnen? Und wie viele haben gesagt, ja, ist interessant, und wie viele haben gesagt, wie die Frau da, das ist zu viel Arbeit. Wenn schon, oder waren die alle nicht so ehrlich und haben gesagt, na danke, bitte schon. Die einen waren nicht, die haben mir gesagt, sie müssen mit der Bank reden. Ja, das muss ich sowieso auch. Wegen der Finanzierung. Ja. Ja, mit der Bank, das wird ja, ich meine, wenn ich eine Finanzierungsanfrage, ich habe ja schon, ich weiß ja schon, was ich kriege, also das Limit, aber das schaffe ich dann bei dem nicht. Weil wenn ich sage, ich möchte nochmal 50.000 haben zum Einstecken oder zum einfach komplett, was ich dort was machen will, bin ich weit drüber. Und der Grund ist wirklich, er ist zwar groß, aber das zum Beispiel war es für mich schon genug, bis wo die Dings ist, ne? Wo diese weiße Liegen, wo die Liegen sind. Ne? Wenn das ein Gartenfleckerl ist, reicht mir das. Da geht es ja nochmal zweimal doppelt so lang hintere. Ne? Nochmal zweimal so viele Sachen. Wie vertragen sie die Katzen mit der. Tut er die Hände segieren? Nein, oder? Und wie lange haben sie jetzt? Das ist jetzt kurzfristig, also diese Entscheidung haben sie erst vor kurzem getroffen, oder? Nein, vor kurzem eigentlich nicht. Ich überlege eh schon länger, Der schaut so schon verschreckt, gell? Ja. Das ist ein verstreckter Kader. Ja, normal. Ja, der ist um einen abpascht. Ja, aber jetzt ist er wieder.